Was müssen wir machen? Sort, okay. Gut, genug erzählt, jetzt wird gekloppt. Und zwar bekloppt. So. Eine Sache, die man vielleicht übrigens noch erwähnen sollte, ist, der Steam-Server ist jetzt irgendwie platt gemacht worden von Karl. Oder wird platt gemacht. Jetzt haben die wieder einen neuen zweiten Server hier auf dem internationalen aufgemacht. Ich check da jetzt nicht durch, was das soll. Oder warum das soll. Jedenfalls, ich spiele auf dem G1. Also wenn du dich einloggst, hast du ja G2 neu und G1. Ohne Kommentar. Und wir befinden uns hier Let's Play technisch auf G1. Also, falls du irgendwie mal online sein solltest oder sowas, G1. Joa. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen wegen Schamanen. Den würde ich schon ganz gern zeigen. Irgendwie, ob wir da Let's Play technisch nochmal anfangen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Der Schamane hätte was früher rauskommen sollen. Das ist ein bisschen blöd, weil wenn der Schamane damals, wo ich mit dem Let's Play hier angefangen habe, schon draußen gewesen wäre, hätte ich anstatt dem Dieb einen Schamanen genommen, ganz klar. Hätte mich wahrscheinlich auf die Knochen blamiert, weil ich vom Schamanen keine Ahnung habe noch, aber wäre was Neues gewesen. Aber schon. Ich denke mal, Schamane werden wir sehr viel im Stream machen, irgendwie, ja, mal schauen, ne? Werde ich wahrscheinlich den ersten, den Attacker-Schamanen, werde ich im Stream direkt auf 50 ballern mit Köpfen und Gedöns, was du halt sammeln kannst, ne? Und Partys, ihr habt es ja gesehen, ich habe meine Mage schon drin sitzen. So Sachen werde ich mir zunutze machen, um den direkt hochzufeuern. Und, ja. Den zweiten mal schauen. Ich weiß noch nicht. 30, okay. Ich habe keine Ahnung von meinem Inventar und davon reichlich. Ja, moin. So, ich weiß noch gar nicht, wie weit kommen wir denn mit den Quests überhaupt? So, wie viele Köpfe haben wir? Fragen über Fragen. Zum Abgeben wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Ich habe noch ein paar im Lager. Vielleicht kann ich die benutzen. Vielleicht sollte ich die auch von Schamanen aufheben. Ich weiß noch nicht. Aber eigentlich sollte die Sachen hier, die vom Let's Play-Charakter an- und abfallen, auch für diesen verwenden. Gut, ich habe jetzt Köpfe gesammelt von den Drachen, ne? Die jetzt leider grau sind. Circa 600 Stück habe ich gesammelt, offscreen. Deswegen haben wir auch ein bisschen XP mehr gehabt zwischen den Aufnahmen. Das war einfach so eine Aktion, da hatte ich Bock drauf und ja. Das ist eine Sache, die habe ich explizit für einen Schamanen gesammelt. Ich denke, das lassen wir so. Wenn wir jetzt hier um die Köpfe finden oder sowas, die verwenden wir schon hier, oder? Machen wir so? Machen wir so. Okay. Mit Level 40 kommt, glaube ich, die nächste Daily Quest. Da können wir endlich die Masken im Wald nehmen. Da freue ich mich schon drauf. Dann sehen wir endlich was anderes. Das Problem an diesem Spiel ist, es ist sehr repetitiv. Ne? Also weißt du Bescheid, du machst irgendwie 70 mal das gleiche, bevor du was Neues machen darfst, irgendwie. Es ist inzwischen ein bisschen besser. Also, ich hab's schon mal erzählt, irgendwie früher war das Level nicht so einfach, da gab's keine Quests und Gedöns. Aber für so das Let's Play, irgendwie, jetzt sind wir bei, ich weiß noch nicht, wie ich schneiden werde. Ich tippe jetzt mal auf 5 Folgen. Circa 3 bis 5. Und von dem her haben wir im Prinzip nur das gleiche gemacht. Wir waren eine halbe Stunde im D1 klopfen, dann waren wir irgendwie eine Stunde hier. Die letzten Folgen bestehen auch nur daraus, dass wir hier irgendwelche Viecher umhauen. Wir dürfen jetzt inzwischen was Neues machen. Da bin ich sehr stolz drüber. Aber sonst, die lasse ich gerade mal. Machen wir nur das gleiche. Das wird natürlich dann besser werden, wenn wir ein bisschen größer sind, aber wenn, ne? Wenn. Das ist die Sache. So, ich würde sagen, ich trinke gerade mal einen Schluck Sekunde. Ihr kennt es ja schon, ne?
So, da sind wir wieder. Das ist auch so eine Sache. So, kurz nachdem ich die Pause gemacht habe, so war es eigentlich gewöhnt, so 2-3 Stunden durchzuquatschen ohne Probleme. Und jetzt sind wir knapp bei Stunde 20 und ich habe so einen Pappmaul ohne Scheiß. So. Übel. Ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt. Es ist ganz krass, wenn man irgendwie 3-4 Tage raus ist. Ja. Ich hoffe, ich komme wieder rein, ne? Also so, sowohl vom Physikalischen, was ich gerade mache, aber auch von der Regelmäßigkeit, dass ich mich einfach wieder dafür begeistern kann, weiterzumachen. Es war halt auch so irgendwie, man hat halt auch gemerkt, dass ich dadurch, dass ich nicht weitergemacht habe, den einen oder anderen Zuschauer wahrscheinlich verloren habe. Also so der Höchststand so Mitte August waren 53 Abonnenten. Dann kam das große Loch, dann waren es noch 50 und jetzt habe ich irgendwie die letzten 2 Tage, ohne was zu machen, 2 neue Abonnenten bekommen und ich finde es irgendwie cool. Ich denke mal, das hat mir auch neuen Wind gegeben, irgendwie, dass da immer noch Leute sind, die dafür Interesse haben. Ich denke mal, auch Minecraft-technisch werden wir jetzt auf jeden Fall weitermachen, weil ich habe in den Statistiken gesehen, so gerade mit dem Strom, das kommt gerade ganz gut an. So Folge 102 oder sowas, wo wir mit Kernkraft was gemacht haben, hat jetzt irgendwie ein paar neue Klicks bekommen. Und ich möchte auch in gewisser Weise ein bisschen das machen, was die Leute interessiert. Nicht nur das, was mir immer Spaß macht, sondern auch gerade Minecraft-technisch wollte ich so ein bisschen erklärend sein. Ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt ein bisschen mit Tutorials anfange, aber ja, aber eine lustige Geschichte eigentlich. Da habe ich alles schön vorbereitet, ne? Habe es sogar schon aufgenommen auf Platte. Was habe ich vergessen? Die Legierungen. Ich habe einfach 1-2 Sachen, bin ich dran vorbeigelaufen und habe es vergessen. Ja, und ab da war dann endgültig Pause, habe ich gesagt, nee, kein Bock mehr. Ich bin raus, ciao. Naja. Ich will mich jetzt nicht ganz entmutigen lassen, deswegen steigen wir wieder ein. Am besten mit Karl Online. Bei Minecraft, ich bin gerade auch so unzufrieden mit meinem Keller, ne? Also, für die Leute, die da das LP verfolgen, irgendwie. Diese Stromverteilung ist total dumm eigentlich. Ich kann vielleicht irgendwann demnächst mal. Da werde ich am Minecraft Let's Play nochmal nachfragen. So eine kleine Zeigerunde machen, wie es in meiner Hauptwelt aussieht. Also ich habe eine eigene Welt irgendwie, die ich vorm Let's Play schon gespielt habe. Die höre ich jetzt natürlich jetzt nicht auf, weil da steckt sehr viel Liebe und Arbeit drin. Und da kannst du auch schön rumspielen zwischen den Folgen, ohne irgendwas im Let's Play vorwegzunehmen, ne? Ohne die Let's Play Welt dafür benutzen zu müssen. Und von dem her kannst du auch ein bisschen ausprobieren, wie was funktioniert zum Beispiel mit dem ME-System. Ich habe ja irgendwie bei Folge 40 oder so schon angekündigt, ME-System wird kommen. Jetzt ist es da, es funktioniert zwar noch nicht, weil noch ein paar Komponenten fehlen, aber was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich habe in dieser Privatwelt, die ich halt spiele, ne, habe ich das ausprobiert, damit ich es im Let's Play auf die Kette kriege. Weil ich habe halt keine Ahnung davon. Das ist das gleiche wie im E-System Autocrafting irgendwie. Alle reden immer davon, ja, nee, Autocrafting, lalala. Und ich so, was? Was ist ein zyklischer Assembler? Was ist das? Ist das ein Brotbelag? Ich weiß es nicht. Und das ist eine Sache, da muss ich mich auch noch reinarbeiten. Ich denke mal, Autocrafting werden wir fürs LP oder allgemein nicht so brauchen. Ich weiß nicht, was es kann, welches Potenzial es hat. Muss ich mal schauen, ob das für mich adäquat angemessen ist, weiß ich nicht. Gerade der Debitor macht gerade in seinen Folgen da über Autocrafting was. Also ich meine, es ist vollkommen legitim, wenn ich jetzt sage, ich verfolge als irgendwie kleiner YouTuber auch größere YouTuber und andere YouTuber, das ist, denke ich, okay. Ne? Und ich muss da ehrlich sagen, ich freue mich ein bisschen auf das Autocrafting, wenn er damit anfängt, weil irgendwie, ich habe da schon einen Bezug dazu, weil er spielt ja bei Gronkh mit, ne? Denke ich, weiß man. Und ja, mal schauen. Bin ich gespannt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich kann diesem Autocrafting was abgewinnen. Dann habe ich was zu tun. Oh Gott, ich weiß nur noch nicht, wo ich es im LP dann hinpacken werde. Generell, Farmcraft habe ich mir überlegt, wird komplett in einen neuen Teil des Hauses verlagert.
Ist bisher bloß eine Überlegung, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Das wird sehr. Ich traue es mir nicht zu sagen. Es wird Ausmaße annehmen. Ich habe Angst davor, dies zu bauen. Aber gut, wir sind nicht bei Minecraft. Ich wollte es was angeschnitten haben. Bei Minecraft wird es die Tage auch weitergehen. Denke ich, hoffe ich, weiß ich. Und vielleicht zwischendurch auch mal im Stream. Ich denke mal, um das Thema jetzt abzuschließen, diese größeren Bauvorhaben. Also ich möchte jetzt, ich will noch nicht spoilern, weil es im Prinzip steht fest, was ich vorhabe. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das und das, dann brauchst du es nicht mal als Zuschauer anzusehen. Weil du weißt eh, was kommt. Ne? Das ist die Überraschung futsch. Was ich sagen kann, es wird sehr viel Wände ausheben und Gedöns werden. Und ich hatte mir überlegt, das ein bisschen im Stream zu machen. So, wenn ich dann mit Streams anfange. Einfach so dieses Wände ausheben und sowas im Stream zu machen. Einfach. Ja. Ein bisschen nebenher quatschen und sowas. Hätte ich eigentlich Lust drauf, weil. Das kannst du gut als Quatschmedium benutzen, denke ich, das passt. Aber wie gesagt, mal gucken, ob ich es hinkriege, so wie ich es vorhabe mit Streams und so ein Gedöns. Weiß ich noch nicht. Ich spucke gerade größere Töne, als ich eigentlich wahrscheinlich dann letzten Endes realistisch in Taten umwandeln kann. Muss mal schauen. Och nee, komm schon. Und diesen Bogenschützen werden wir mit Level 39 noch genügend killen. Moment, Level 39, wir werden 40 hinkriegen wahrscheinlich. Sofern ich mit 38 fertig werde. Moink. Blöd. Echt blöd. Bei 39 können wir wieder ein Level springen, gefällt mir gerade ein. Da ist ja diese Superquest dran. Okay. Ah, da müsste ich wahrscheinlich nochmal eine Stunde spielen oder so. Und da habe ich jetzt nicht so die Muße drauf, irgendwie. Jetzt nochmal eine Stunde Viecher zu klopfen. Puh, pass auf, wir machen es so. Ich habe ja eh gesagt, ab einem gewissen Punkt werden wir kalendertechnisch ein bisschen was offscreen machen, damit es nicht zu einseitig wird. Ich mache jetzt die Quests hier noch fertig in der Aufnahme. Dann werde ich die Tage ein bisschen offscreen weiterspielen. Und Level 38 voll machen, dass wir auf 39 kommen. Die nächste Aufnahme wird dann mit 39 weitergehen. Und dann werden wir da quasi ansetzen, diese Quest machen, direkt auf 40 gehen und mit 40 dürfen wir dann im Wald die Quests machen. Ich glaube mal, das ist ganz sinnvoll, sonst machen wir nochmal eine komplette Aufnahmerunde, nur hier in diesem neuweise Bescheid. Und da habe ich als, ja, Produzierender nicht wirklich Lust drauf und du als Zuschauer hast wahrscheinlich noch weniger Lust drauf, deswegen mach mal so. Generell diese Laufwege hierhin werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mit Zeitraffer, ich weiß nicht, ist eigentlich blöd, weil ich habe sehr viel erzählt und Malz. Ach, guck mal, was er droppt. Med ist da, okay. Kriegen wir den? Ha, easy. Easy. Mal gucken, ob er was fallen lässt. Letztes Mal hatten wir kein Glück gehabt. Und Geld und... Ist das dein Scheißernst? Er hat 1000 Geld uns fallen lassen. Ja, moin. Danke. Aber ich gucke gerade, ob der andere da ist. Da mal ganz kurz drüber geschlichen. Vielleicht haben wir Glück und der andere ist da. Der andere ist eh wertvoller, weil der droppt die größeren Sachen, ne? Weiß er Bescheid. So. Wenn ich Glück habe, steht aber der hier vorne. Dann können wir den gerade nochmal plitten. Also entweder er ist nicht da oder ich habe Pech. Wenn er da drin ist, den werde ich nicht kriegen. Weil hier ist zu viel los. Okay, halt geht ihr aus. Gucken wir gerade mal.
Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre, wenn er da wäre, ihn irgendwie extrahieren vom West des gemeinen Volkes hier. Wenn er dann quasi freischickt, ihn dann hauen, aber er ist nicht da, so wie es scheint. Aua. Nee, ist nicht da. Okay, passt. Schade, war ein Versuch wert. Wahrscheinlich wurde er gerade gekillt oder er kommt erst noch. Die haben, soweit ich weiß, immer eine feste Spawnzeit, um sie 2 Stunden oder was. Und dann tauchen die wieder auf. Aber wie das so funktioniert, ich habe keine Ahnung. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen nochmal 8 Hammer. 8, 16, 17 so Schwerttypen brauchen wir noch. Halt ein bisschen lästig, weil die musst du ja immer rauspicken, ne? Die sind sehr selten. Hey, moin, Freud! Grüß dich! Ich find's ganz cool eigentlich, wenn du hier so am Rumlaufen bist und dir kommt immer mal wieder jemand entgegen, so. Mit dem du nicht groß quatschen tust oder mit dem du auch groß nicht aneinander gerätst, so dass man sich außen sehen die Mobs klaut oder so. Aber einfach, dass irgendwie da Leben ist. Das finde ich ganz cool. Das macht mir ganz, ganz Freude, hör mal. So, dann fehlen noch 16. Die sind halt sehr verteilt und sehr wenig, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine andere Quelle, wo die besser spawnen, aber ich weiß von nix. Vielleicht kommt es mir einfach nur so vor, weil diese Bogenschützen echt etwas sehr viel sind. Da sind wir 2. Macht noch 15. Das ist Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Ja, moin. Ich gehe gerade auf den Falschen. Ich bin ein Held. Ein Kartoffelheld. So, da ist auch ein Bogenschütze. Wie lange halten die noch? 2 Minuten? Na, blöd. Also die Perlen mache ich auch wahrscheinlich ein Teil offscreen, wahrscheinlich ein Teil in der nächsten Aufnahme. Wobei ich denke, ich werde die komplett offscreen machen, weil eigentlich... Ja, Katze, was willst du? Stupft die mich die ganze Zeit an, so. Hey. 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 Hi. Ja, Katze. Mal schauen. Dann eigentlich wollen wir ja nicht mehr hin, weil wir sind schon 1000 Jahre hier. Na, weißt du Bescheid. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Du wirst es ja dann in der nächsten Aufnahme sehen. Für dich sind es 2 Tage, für mich wahrscheinlich eine Woche oder sowas. Ich werde die Folgen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer machen, damit es zum einen vom Upload ein bisschen besser ist und zum anderen... Mein größtes Problem ist echt das Rendern im Prinzip, ne? Weil wenn der PC läuft, benutze ich ihn meistens auch. Und wenn ich render, also die Videos quasi schneide, ne, dann kann ich den PC eigentlich im Prinzip nicht benutzen, weil dann ist der sehr langsam. Weil die ganzen Einheiten im PC, Grafikkarte gedöns, ich habe da keine Ahnung von, werden durch diesen Prozess sehr, ja komm, beansprucht irgendwie, wird Leistung benötigt. Ist halt normal, dass die halt schon nicht vorhanden ist und so. Tralala, jedenfalls so, keine Ahnung, aufnahmetechnisch oder wenn ich selber was spielen möchte, ist halt nicht so drin. Oder wenn ich, keine Ahnung, zum Teil denkt auch YouTube einfach, wenn ich mir ein Video angucken will oder sowas oder... Ja. Blöd. Aber das kriegt man hin. Hoffe ich. Das kriegen wir hin. So, dann nochmal 6 Stück. Das sind immer so 3 Stück, die hier ungefähr im Umkreis spawnen, wo du halt immer hin und her rennen musst. Bogen, 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 Bogen. Da war den Bogen raus. Da ist keiner dabei. Ich muss mal gucken, wegen jetzt, wo gerade das Lied läuft, Orient the Blind Forest. Wie ich da weitermache. Ich werde die ganzen 3 Stunden nochmal neu aufnehmen.
Ich könnte es klar auch neu vertonen, einfach, dass ich quasi einfach eine neue Mikrofonspur einspreche, aber dann kann ich es auch normal spielen. Na? Das ist eigentlich total doof, weil das Spiel kann gar nichts dafür, dass ich da beim Aufnehmen ständig Probleme habe, ne? Und das Spiel ist auch echt cool, also ich liebe dieses Spiel eigentlich total, aber ich kann halt nicht wirklich weiterspielen, solange ich da nicht weiter aufnehme, weil sonst würde ich mich in gewisser Weise auch spoilern. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, ne? Bis zu diesem einen Punkt, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt quasi schon gespoilert. Gespoilert vor allem. Aber das lässt sich halt nicht ändern, weil ist halt so. Neu vertonen kann ich, glaube ich, auch gar nicht, weil ich glaube, ich habe die Aufnahme schon gelöscht, weil ich war dieses Morgens, es war circa 6 Uhr morgens, als ich mit Aufnehmen fertig war, war ich sehr in Rage, dass die Mikrofonspur fehlte. Ja, das war nicht so lustig. Jetzt kommen schon noch 4 Viecher, wo sind die? Was ist da los, Devil Soldiers? Was ist da los, hör mal? Ich laufe einfach durch, wenn ich da einen finde, mache ich kurz Zeit. Das ist ja. Yay! Hoffentlich sind da gleich noch mehr, dann kann ich die gleich alle umhauen. Wahrscheinlich müsste einer so weit im Breit so. Da hilft bestimmt gleich so dieses Heuballen-Ding über die Straße, so wie im Wilden Westen. Okay, da ist wieder einer. Da ist nix. Und dann, da ist einer. Da ist einer, da ist einer. Fertig. Fertig. Ciao. Okay, dann der noch und dann sind wir durch. Boah, ist das recht, aber komm her. Jetzt geht's mit der Handkarte, mein Freund. So, dann nach dem. Und dann gehen wir uns ganz kurz ein paar Sachen kaufen, ne? Nämlich Teleporter. Und da darf ich noch nichts machen. Mal gucken, wie viel kriegen wir denn für den ganzen Käse jetzt. Wir haben hier die 34, da kriegen wir 90% waren es, glaube ich. 36, 110% und die 38. Okay, cool. Also nochmal 2 Runden, dann wären wir Level up. Das schneide ich aber gekonnt dann raus, ne? Das machen wir jetzt ohne Aufnahme. Einfach damit wir gar nicht nochmal eine halbe Stunde hin müssen. Weißt du Bescheid, ne? So, dann letzte Handlung des Tages. Hallo! 3000 gespart, weil hier sind sie günstiger. Gut. Wo gehen wir mal hin? Wo gehen wir mal hin? Das ist die Frage, ne? Im Prinzip können wir auch gerade hier stehen bleiben. So mitten im Felde. Gut. Sehr geehrte Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde es dann wahrscheinlich nicht unbedingt direkt im Anschluss, aber wahrscheinlich die Tage weiterspielen, damit wir Level 39 erreichen. Wisst ihr Bescheid, ne? Und dann können wir dann das nächste Mal daraus gehen und da die Quest weitermachen. Dann wird es das Let's Play nicht so einseitig. Ihr wisst Bescheid, ne? Also, ja, ist halt so. Ich meine, ich hätte schon die Geduld. Also ich würde da schon mal eine Runde hingehen und aufnehmen. Aber fürs Let's Play ist es halt schon auch langweilig, wenn du jetzt da. Ich weiß gar nicht, wie oft waren wir jetzt da? Seit Level 32, ne? Also eigentlich schon sehr oft.
Wie gesagt, wir gehen nächste Aufnahme woanders spielen, das sei gewiss. Wobei, warte mal, mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht. Scheiße, wir müssen da nochmal hin. Wir müssen da noch mindestens zweimal hin oder einmal, ich bin mir nicht sicher. Einmal auf jeden Fall. Denn hab mir gerade voll die Appenmod versaut, weil ich hier noch was. Weißt du, Gedankenfurz hat er gerade eben, ne? So. War dieser Gedanke einfach da. Aber okay. Muss gerade mal überlegen hier. Also, das waren ja hier die Geister. Schwert und Bogen. Speer. Warte mal, ich kann es eigentlich auch anders sortieren. Man muss dazu sagen, die Quests wurden zwischenzeitlich mal geändert. Du musstest diese Bosse da, diese Mini-Bosse, ne, waren früher den wir gerade umgehauen haben, der nichts verloren hat. Das waren früher eigentlich die Questmonster und da war das hier der kleine Geist vom Castle. Das war der große Geist im Castle. Das war dieser Devil Soldier, den wir platt gemacht haben. Das ist der große mit dem Speer. Ist auch noch im Castle. Und das ist dann der vom Tor. Und das sind die beiden Doggebeasts, die halt im Wald stehen. Blöd. Wir müssen für Level 39, oder? Vergesse ich nicht irgendwas? Warte mal. Die beiden Geister. Boah, ich bin mir gerade so unsicher, ne? Weiß es gerade gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier und hier nochmal ins Castle gehen. Und hier weiß ich es gar nicht. Ich muss mich da reinlesen. Ich habe keine Ahnung. Oder wir warten es einfach ab. Wisst ihr was? Wir haben mal angefangen. Hier mal auf. Zack. So, nochmal, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, falls ihr dabei seid. Entschuldige, dass jetzt längere Zeit nichts kam. Ich hoffe, ich krieg's jetzt in den Griff, ne, mit meiner Motivation. Schildkrötenmotivation, wisst ihr Bescheid. Bis dahin bin ich raus. Und ich hoffe, ihr seid dabei, auch beim nächsten Mal. Bis dahin, adios amigos.